Und jetzt zu einem ganz anderen Thema. Sie werden stundenlang zurechtgestylt. Sie ziehen so viele Menschen an, dass es selbst in der Dortmunder Westfalenhalle zu eng wird. Und sie haben Namen wie Lord Darkness. Wir sind nicht bei einem Casting für einen Hollywood-Fantasy-Streifen, sondern bei der World Cat Federation, sprich eine Katzenmesse. Wie Katzenmutti und Katzenvati ihre flauschigen Vierbeiner fit für den Catwalk machen, Thomas Schweres und Malte Gruber mit Deutschland sucht die Superkatze. Siegfried Löschner hat sich längst entschieden, für wen sein Herz wirklich schlägt. Keine Kinder, dafür 11 Katzen. Wir heißen Sie herzlich willkommen auf der Jahreshauptversammlung der World Cat Federation, in diesem Jahr hier in den Dortmunder Westfalenhallen. Pickepacke voll ist es, denn wenn der Weltkongress der Schmusetiere ansteht, will jeder natürlich sein Bestes geben. Möchten wir Ihnen noch Siegfried Löschner vorstellen. Der Glasbläser aus Düren ist katzentechnisch bestens aufgestellt. Wir haben 115 Quadratmeter. Ja. Und das sind, können Sie, eine Perserkatze können Sie nicht mit einer Hauskatze oder kurzer Katze vergleichen, weil die sind ruhiger vom Wesen. Die haben nicht den Drang nach draußen. Ja. Und von daher geht das eigentlich. Also 115 Quadratmeter, da wohnen dann Sie, Ihre Frau? Ja, keine Kinder, dafür 11 Katzen. Keine Kinder, dafür 11 Katzen. Hm? Katze, was sagst du? Und deswegen kann sich Siegfried auch hundertprozentig seinen Perserkatzen widmen. Katzenstreu mit Babypuder. Natürlich von der World Cat Convention, denn für den Katzenfreund von Welt ist diese Leistungsschau ein einziges Schlaraffenland. Doch die Konkurrenz wird über dieses Ergebnis sicher nicht sehr erfreut sein. Denn eins steht fest, wer auf dem Catwalk des Weltkatzenverbands vorn liegt, der kann es überall schaffen.